Willkommen zu nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 15 Potential Winter Upgrade Prediction. Ja, wir sind wieder am Start, neue Episode Nummer 7. Danke für das Feedback und den Support. Auf dem letzten Video habe ich mich richtig gefreut, wenn wir dieses Mal wieder 1000 Likes schaffen, würde ich mich richtig freuen. Es gibt wieder 6 Spieler und ich denke mal heute relativ wenig diskutable Spieler. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es keine Downgrades gibt. Ich habe mich da mit dem Hansus unterhalten, der hat mir gesagt, mach keine Downgrades. Erstens gibt es meistens keine und zweitens gibt es da viel zu viel Diskussion und ja, das ist auch einfach wirklich so, denn ich habe schon in den Kommentaren oft Streit gelesen, beziehungsweise oft ja hier irgendwie Beleidigungen gegeneinander, nur weil man irgendwie nicht einverstanden mit den Ratings war, deswegen lasse ich das lieber mit den Downgrades, ansonsten wird das hier noch ganze zu einer Hate-Tirade, beziehungsweise zu einem Hate-Video und das will ich natürlich auch nicht, deswegen ihr wisst schon, wer gedowngradet werden würde, so ein Fandafart, eine Adel, ein Mignolet, aber das wisst ihr dann selber und naja, lest euch einfach die Kommentare durch, wenn euch interessiert, wie die Spieler, beziehungsweise welche Spieler gedowngradet werden und wie sehr sie dann gedowngradet werden, das könnt ihr selber machen, dann habt ihr was zu tun, wenn ihr gerade mal kein Video gucken könnt oder irgendwie nichts zu tun habt. Gut, wir starten mit dem ersten Spieler der Episode und zwar ist das einer der besten Verteidiger der Welt, der leider nicht im Team of the Year drin ist, ohne Sinn und Verstand, aber es ist auf jeden Fall Diego Godin von Atletico Madrid. 84 Rated dieses Jahr, 67 Pace, 86 Defending, 78 Physics, spielt eine sehr gute Hinrunde, hat bereits 2 Informs erhalten, ist bei Atletico wieder eine richtige Bank in der Defensive, war einer der besten Verteidiger bei der WM und allgemein letztes Jahr in der Champions League und in der Liga für Atletico, deswegen denke ich mal, ein Upgrade wäre für ihn verdient, auf 85, nicht höher, kann auch sein, dass es auf 86 geht, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall höher als 84. So auf 85 auf einem Level mit Boateng, denke ich mal. Das passt ganz gut. 88 Defending, 80 Physics, 69 Tempo. Und dann haben wir eine sehr nice Karte am Start, auf die man auf jeden Fall sich freuen kann und auf die man auf jeden Fall auch aufbauen kann, wenn man da irgendwie ein gutes Team bauen will. Neben Miranda ist das schon eine sehr, sehr gute Karte. Vor allem, weil Kater ist ja jetzt, naja, der Rechtsverteidiger ist, ne? Hier in Form und so weiter und so fort. Kommt heute Abend raus. Kann man das Ganze sehr, sehr schön beispielsweise in die Serie A weiter verlinken. Wir kommen zum zweiten Spieler und der ist jemand, der früher sehr umstritten war in der Bundesliga. Es ist Marco Arnautovic. Ja, ein Enfant terrible vor dem Herrn. Hat damals in Italien immer schon relativ für Schlagzeilen gesorgt. In der Bundesliga dann auch. Und hat dann bei Bremen gespielt. Ist dann weggewechselt zu Stoke City. Er war allgemein bekannt als Spieler, der nur wenn er gut drauf war, gut gespielt hat. Aber dann auch richtig gut. Also wenn er gut drauf ist, dann ist er wirklich mega gut. Und bei Stoke ist er momentan relativ gut drauf, beziehungsweise spielt schon seit Ewigkeiten relativ gut. Letzte Saison, glaube ich, 10 Vorlagen oder sowas gemacht. Diese Saison auch wieder ein unverzichtbarer Teil im Team der Potters. Und deswegen denke ich mal, dass ein Upgrade gar nicht mal so unrealistisch wäre. Nicht so krass wie bei den anderen, aber auch um ein Rating hoch auf 78. 78 passen dann dazu, 82 Dribbling, 85 Pace, weil er schneller ist als 82. 76 Shooting, 76 Physics. Wir hätten eine unfassbar geile Karte auf der linken Seite, auf die ich mich extrem freuen würde, weil ich Arnautovic auch sehr, sehr mag. Könnt ihr mal in die Kommentare eure Meinung schreiben zu Arnautovic, weil ich finde ihn wirklich extrem geil irgendwie. Und ja, dann hätten wir da, wie gesagt, eine sehr, 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 sehr nice Karte. Ich bin irgendwie allgemein so einer, der die mag, die sonst nicht gemocht werden. Beispielsweise so ein Balotelli, finde ich auch geil. Weiß nicht. Naja, wie auch immer, kommen wir zur nächsten Karte. Übrigens könnt ihr mir natürlich wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben und eure Meinung ist natürlich auch wie immer gefragt. Auch zum nächsten Spieler und zwar zu Abdulrahman Baba. Spielt bei Augsburg, ist von Fürth gekommen vor der Saison als Linksverteidiger, hat sich da etabliert bei Augsburg und macht das bisher sehr gut bei den Vogelstädtern. Ja, 81 Tempo, 70 Dribbling, 66 Defending und 70 Physics mit dem 68er Rating hat er bisher. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze hochgeht auf 71, 83 Pace, 72 Dribbling, 70 Defending und 73 Physics. Dazu ein Upgrade von 5, passen auf 61. Wäre auf jeden Fall angebracht, weil er gute Flanken schlagen kann. Muss ich noch verbessern, aber auf jeden Fall sind sie nicht so schlecht, dass 56 angemessen wären. Und allgemein, weil Augsburg auch noch so eine gute Saison spielt, ich wollte gerade stiehlt sagen, aber spielt, kann ich mir da schon vorstellen, dass der im Winter ein Upgrade bekommen könnte. Wir kommen zum nächsten Spieler in dieser Episode und zwar schon zum vierten. Wir sind heute ein bisschen schneller unterwegs, aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn wir sind ja in einer sehr schnelligen Zeit und es gibt das Team of the Year, von daher haben wir nicht so viel Zeit, ja, mitgebracht heute. Es geht um einen weiteren Silberspieler und zwar um Nabil Fekir von Olympique Lyon. Ein unfassbar guter Spieler diese Saison bisher mit krassen Leistungen, genauso wie Alexandre Lacazette, sein Teamkollege, den ich auch schon geupgradet habe in einer der letzten Episoden. Wenn ihr das sehen wollt, schaut da vorbei. Und naja, 80 Pace, dazu 78 Dribbling bisher, 62 Shooting, 64 Passer, wie gesagt, auch eine Inform bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass er auf 74 geupgradet wird. Ob 75, ich weiß nicht direkt, ob er direkt Gold wird oder nicht erstmal 74 bekommt und eine Inform Gold wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir auf jeden Fall einen 74er Inform vorstellen. Mit 82 Pace, 80 Dribbling, 66 Shooting und 70 Passen. Das sind sehr, sehr nice Werte für einen Silberspieler und würde auf jeden Fall extrem gut passen zu Nabil Fekir, der dann nochmal eine etwas stärkere Karte hätte als seine Non-Inform-Karte bisher in diesem Jahr. Natürlich muss man ganz ehrlich sagen, sein Schuss ist auch dann immer noch nicht geil. Allerdings ist der Rest ziemlich nice.
83 Dribbling auf einer Silberkarte kann man auf jeden Fall gebrauchen. Wir kommen zum vorletzten Spieler für diese Episode und auch der wurde sich mehrfach gewünscht. Ist ein sehr, sehr junger Spieler, ist unterbewertet und heißt Mateo Kovacic. Hat einen Downgrade bekommen im Vergleich zum letzten Jahr, niemand weiß warum, ich auch nicht. Aber er ist mittlerweile ein 75-gerateter Goldspieler, spielt bei Inter aber eine ziemlich starke Saison, eventuell einer der besten Spieler im Kader mit Mauro Icardi, den ich bisher nur nicht gemacht habe, weil ich den persönlich einfach abstoßend finde, wegen der Geschichte mit Maxi Lopez. Kommt aber bestimmt auch noch ran. 82 Pace, 84 Dribbling, 64 Shooting, 79 Passen. Ich denke mal, das könnte geupgradet werden auf 82 Passen, 67 Shooting, 82 Pace und 85 Dribbling. Warum der allgemein mit den Werten ein 75er Rating hat, kann mir auch keiner erklären. Aber gut, vielleicht liegt es am Defending. Trotzdem wäre ein 78er Rating, denke ich mal, angemessen. Denn auch andere zentrale Mittelfeldspieler, wie beispielsweise ein Kroos oder ein, mir fällt gerade kein anderer ein, schlecht jetzt, aber egal, auf jeden Fall gibt es viele zentrale Mittelfeldspieler, die nicht unbedingt gut verteidigen können. Kovacic gehört vielleicht dazu, aber trotzdem ist er ein sehr, sehr guter zentraler Mittelfeldspieler und sollte dementsprechend ein besseres Rating haben. Wir kommen zum letzten Spieler für diese Episode und das war es dann auch, wie gesagt, eure Vorschläge in die Kommentare. Einer, der nicht mehr reingeschrieben werden soll, ist Ivan Perisic von VfL Wolfsburg. Nochmal Rest in Peace und Malanda ist mittlerweile fast eine halbe Woche her. Krass, wie langsam die Zeit irgendwie vergeht, aber gut. 80 Tempo, 77 Dribbling, 80 Shooting, 76 Passen, 74 Physics. Zwei Infos bereit bekommen, eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, sowohl in der Bundesliga als auch in der Euroleague. Und deswegen könnt ihr mir vorstellen, dass ihr ein Upgrade bekommt auf 80. Sein Second Infos war, glaube ich, 81. Der jetzt hier 80, geht auf jeden Fall klar. Mit die besten Allround-Werte im Spiel. Leider ja zentral, wenn der Stürmer wäre, ne? Oder irgendwie zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Boah, wäre diese Karte geil. Aber auch so sieht es relativ nice aus. 83 Pace, 80 Dribbling, 82 Shooting, 80 Passen, 75 Physics. Geht auf jeden Fall ordentlich klar. Auch da hätten wir eine sehr, sehr nice Karte. Und ich denke mal, die würden viele von uns mit den 5-Star-Weakfoot und den 4-Star-Skills sehr, sehr gerne spielen. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Bis zum Pack-Opening heute Abend. Und ciao.